Okay, heute erzähle ich euch ein bisschen was darüber, wie man eine Unterrichtsskizze schreibt. Unterrichtsskizze wird verwendet zur Planung von Unterricht, ne? Also man hat beispielsweise morgen oder nächste Woche eine Unterrichtsstunde zu halten und macht sich zu Hause Gedanken, wie strukturiere ich eigentlich die Unterrichtsstunde? Und da ist eine Unterrichtsskizze eigentlich ein sehr praktisches Hilfsmittel dabei. So, man sieht, grundsätzlich ist so eine Unterrichtsskizze tabellarisch aufgebaut. Das heißt, der Stundenverlauf wird anhand einer Tabelle strukturiert. Genau, die Zeilen geben sozusagen die einzelnen Phasen der Stunde an. Die Stunde wird in verschiedene Phasen eingeteilt und die Spalten geben dann an, was in diesen Phasen passiert und was man verwendet und welche Methoden eingesetzt werden und so weiter. Es gibt auch andere Formen von Unterrichtsskizzen oder Unterrichtsplanungsinstrumenten. Beispielsweise könnte man das Ganze auch grafisch machen, also ein Graph oder so, wo man auch Alternativen kennzeichnen kann. Das ist aber wahrscheinlich die am häufigsten eingesetzte Methode, um Unterrichtsstunden zu planen. Okay, gucken wir uns die mal näher an. Also ganz oben hat man natürlich irgendwie so einen Kopf mit den zentralen Daten, wie Datum und Zeit der Stunde, welche Klasse das ist, ob das eine fünfte oder eine achte oder eine zwölfte Klasse ist, spielt ja vielleicht auch eine Rolle, ne? An welcher Schule und Name der Lehrperson. So. Name der Lehrperson ist insbesondere jetzt interessant, wenn ihr im Praktikum seid oder so, also dass derjenige, der hinten sitzt im Unterrichtsbesuch, dass der auch weiß, wer ihr seid. Eine Unterrichtsskizze ist nämlich nicht nur ein Mittel, um eigenen Unterricht zu planen, sondern auch, um ihn zu kommunizieren. Also um anderen, beispielsweise Menschen, die auch in der Stunde hinten drin sitzen und zugucken oder Kollegen, sagen, guck mal, das habe ich auch mal gemacht, einfach zu zeigen, wie so eine Unterrichtsstunde aufgebaut ist. So, ich würde im Übrigen auch empfehlen, wenn jetzt im Praktikum, einige waren schon im Praktikum, einige gehen noch ins Praktikum oder auch im Referendariat später, empfehlen, jede Stunde strukturskizzenmäßig zu planen. Denn der Planungsaufwand einer Unterrichtsstunde ist ja relativ hoch. Das aufzuschreiben ist vergleichsweise niedrig der Aufwand. Wenn ihr dann aber in 2 oder 3 Jahren mal wieder eine solche Klasse bekommt und euch daran erinnern wollt, was habe ich damals gemacht, dann ist es auch ein gutes Mittel zur Kommunikation an euch selbst. Also zu erinnern, ah, damals habe ich dies oder jenes so und so gemacht und hat nicht funktioniert. Gut. Thema. Unterrichtsstunde hat oft ein Thema, ne, zum Beispiel, keine Ahnung, Bruchrechnen oder so. So. Und dann ist eigentlich das Wichtigste am Anfang, bevor man eine Stunde beginnt zu planen, ist sich über die Ziele klar zu werden. Was ist mein Stundenziel? Was soll am Ende rauskommen? Oftmals formuliert man das in Form von die Schülerinnen und Schüler können, Punkt, 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 also kompetenzorientiert würde man das heute nennen, ne? Dass man die Kompetenzen hinschreibt, die erworben oder weiterentwickelt werden sollen im Laufe der Unterrichtsstunde. Früher hat man da vielleicht Lernziele, Lehrziele zugesagt, sagt man heute auch noch, ne? Manche sagen, soll man nicht mehr sagen, andere sagen, ist egal. Ist ja auch letztlich egal, also es geht letztlich nur darum, was soll am Ende gelernt worden sein in der Stunde, was ist das Ziel? So, und die schreibt man oben hin, dass jedem klar ist, wozu dient die Stunde. Also beispielsweise die Schülerinnen und Schüler können Brüche addieren. Das wäre so ein Ziel. Oder die Schülerinnen und Schüler können Formeln in einer Tabellenkalkulation einsetzen oder können einfache Formeln in Tabellenkalkulationen eingeben. Die Schülerinnen und Schüler können einen Text in einem Textverarbeitungsprogramm formatieren. Die Schülerinnen und Schüler können Informationen zu einem bestimmten Thema im Internet recherchieren oder was weiß ich. Also irgendwelche Kompetenzen möglichst so formuliert, dass man am Ende auch überprüfen kann, ob das Stundenziel erreicht wurde. Oftmals ist man geneigt, zu viele Ziele zu nennen. Ja, und das erlebt man auch immer bei Unterrichtsentwürfen, dass dann dort 1000 Ziele stehen. Da werden dann 5 soziale Ziele angegeben und 5 Persönlichkeitsziele oder personenbezogene Ziele, 5 Fachziele, 5 Methodenziele und so weiter. So viele Ziele hat kein Mensch in der Unterrichtsstunde. Ja? Man hat
ein Ziel oder zwei Ziele, was man im Wesentlichen verfolgt. Also beispielsweise liest man oft, die Schülerinnen und Schüler sollen im Team arbeiten lernen, weil eben Gruppenarbeit oder so eingesetzt wird. Naja, okay. Das mag vielleicht auch ein Ziel sein, aber vielleicht nicht das Hauptziel der Stunde. Ja, sondern es ist natürlich auch immer mit dabei, dass man kooperieren lernen will. Vielleicht macht man auch mal eine Stunde explizit zur Teamarbeit, wo das im Fokus steht. Dann sollte man das explizit da oben erwähnen. Aber wenn andere Ziele im Fokus stehen, sollte man die wesentlichen Ziele oben hinschreiben. Sonst wird es auch zu unübersichtlich. Okay, also Ziele, darüber soll man sich am Anfang klar werden. Wenn die Ziele oben stehen, dann kann man eigentlich erst anfangen, die Stunde zu planen. So, wenn wir uns die Spalten mal anschauen, links steht die Zeit. Da gibt es ja zwei Varianten. Entweder man trägt die Uhrzeit ein oder man trägt die Minuten ein. Also angenommen, die Stunde beginnt um 8.35 Uhr, da kann man nächste Spalte reinschreiben, 8.35 Uhr, Begrüßung und Einstieg, 8.40 Uhr, nächste Phase, 8.50 Uhr und so weiter. Oder man schreibt rein 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, so lange wie sie dauern. Problem der Dauer ist, also wenn man nur die Dauer einträgt, dass man irgendwann im Verlauf der Stunde anfängt zu rechnen. Ja? Also diese Stundenstrukturskizze liegt ja auch vor einem, während man Unterricht durchführt und dann hält man den Unterricht und irgendwann überlegt man, wo sollte ich jetzt eigentlich sein? Bin ich noch in der Zeit? Bin ich zu spät? Und wenn dann nur steht 5 Minuten, 10 Minuten, 7 Minuten, 12 Minuten, dann fängt man an zu rechnen. Und irgendwann verliert man den Überblick. Also insofern empfiehlt sich schon, wenn oben sowieso die Zeit steht, auch tatsächlich die echten Zeiten reinzuschreiben und vielleicht zusätzlich noch, wie lange die Minuten in etwa sind. Auch klar, man plant keine 2 Minuten, 2,5 Minuten und 6,5 Minuten Phasen, ja, sondern das ist eine grobe zeitliche Planung. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Man plant auch nicht zu viele Phasen. Ja, also wenn man 15 Phasen hat, a 3 Minuten, könnte es sein, dass man ein wenig zu kleinschrittig geplant hat. Ja, das wird nicht funktionieren. Sondern man muss ja auch eine gewisse Flexibilität sich bewahren im Unterricht und das die hat man mehr, wenn man nicht so kleinschrittig plant, sondern eher in größeren Phasen. Und letztlich ist es ja auch so, dass man bei der Unterrichtsplanung differenzierend vorgehen sollte. Also man sollte Differenzierung mit berücksichtigen, unterschiedliche Leistungsniveaus von Schülern. Die einen sind schneller, die anderen langsamer. Und wenn man so kleinschrittig plant, dann wird man in der Regel darauf hinauslaufen, dass Schüler eine Aufgabe machen, dann bespricht man sie, dann machen sie die nächste Aufgabe, dann bespricht man sie. Das funktioniert aber nicht, ja? Weil einige Schüler einfach schon schnell fertig sind und die anderen haben noch gar nicht angefangen. Sodass man, wenn man zum Beispiel Arbeitsphasen plant, eher größere Arbeitsphasen plant, in denen Schüler mehrere Aufgaben bekommen, mit denen sie sich vielleicht auch selbst kontrollieren können, sodass man da eine größere Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Leistungsniveaus hat. Okay, also grobe zeitliche Planung. Phasen. Dort beschreibt man ganz, möglichst mit einem Stichwort, worum geht es denn in diesem Zeitslot. Und den sollte man möglichst treffend beschreiben. Also nicht einfach reinschreiben, Einstieg, Hauptteil, Schluss oder so. Ja? Sondern vielleicht sowas wie Motivation, Übung, Erarbeitung, Anwendung, Anknüpfung an Vorwissen, Problem, Formulierung oder so, ja, dass man tatsächlich sagt, was passiert in dieser Phase genau. Gut, in den nächsten Spalten trägt man ein, was macht die Lehrperson in dieser Phase, also was mache ich in der Phase und was machen die Schülerinnen und Schüler in der Phase. Manchmal, man findet auch Varianten, in denen beides miteinander in eine Spalte ergibt, weil man eher so die Interaktion in den Blick nimmt, okay, das kann man machen, wie man will, ja. Und da arbeitet man am besten mit Abkürzungen und stichpunktartig. Ja? Also nicht, der Lehrer teilt das Arbeitsblatt aus. So, das ist schon zu viel Text an der Stelle. Ja? Im Übrigen sollte auch nicht der Lehrer das Arbeitsblatt austeilen, sondern am besten Schüler machen lassen. Also organisatorische Dinge nach Möglichkeit immer nicht selbst in der Hand haben, damit man frei ist, um andere Dinge zu tun. Okay, aber nicht so ausführlich reinschreiben, sondern eher stichpunktartig. Denn diese Unterrichtsskizze ist ja im Wesentlichen auch für euch im Unterricht eine Orientierung. Liegt vorne auf dem Lehrertisch zum Beispiel, wo man immer wieder drauf schaut, was wollte ich eigentlich machen. Und wenn da Text steht, hat nicht die Zeit, ihn zu lesen. Ja? Wenn man beispielsweise auch einen Unterrichtsbesuch hat
und immer nur kurz draufschauen will. Es kommt schlecht, wenn man sich hinstellt und seine Strukturskizze liest. Ja? In der Regel schaut man sowieso nicht drauf, wenn man irgendwo in der Aktion ist und auch vergisst, dass man irgendwas aufgeschrieben hat. Aber wenn man mal draufschauen will, muss man schnell die Informationen sehen, also stichpunktartig. Eine Ausnahme sind zentrale Sätze vielleicht, von denen ich denke, dass sie genau so formuliert sein sollten, weil es zentrale Formulierungen sind, wie beispielsweise Arbeitsanweisungen. Oftmals erlebt man Folgendes, ein Lehrer gibt eine Arbeitsanweisung, dann fangen die Schüler an zu arbeiten, dann kommt, Moment, ich habe noch was vergessen. Ja, so. Ist natürlich schlecht, wenn man so Arbeitsphasen gleich wieder unterbricht und irgendwie was nachschiebt. Damit man da nichts vergisst, kann man auch durchaus zentrale Formulierungen wortwörtlich draufschreiben oder zentrale Merksätze oder sowas, die man exakt so formulieren muss, damit sie nicht falsch werden, die kann man auch wortwörtlich draufschreiben. Und die sollte man sich vielleicht auch vorher wortwörtlich überlegen, so Dreh- und Angelsätze einer Stunde. Ja. Gut, dann hinten Sozialform-Methode. Da trägt man ein, welche Sozialform oder Methode eingesetzt wird eben. Wobei Sozialformen und Methoden werden oft miteinander verwechselt, durcheinandergebracht. Sozialform ist eigentlich entweder Frontalunterricht, oft abgekürzt FU, oder Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit. Oder Frontalunterricht, vielleicht auch Plenum, kann man sagen. Also die Gesamtgruppe ist entweder die Sozialform, die Gesamtgruppe arbeitet, man arbeitet einzeln, in Partnerarbeit oder in Gruppen. Das heißt, die Gesamtgruppe ist in kleinen Gruppen aufgeteilt. Diese Varianten gibt es. Alles andere sind dann Methoden. Also Unterrichtsgespräch beispielsweise ist eine Methode. Keine Ahnung, welche Methoden. Es gibt ja zig Methoden, die man einsetzen kann. Stationen lernen wäre eine Methode. Lerntheke wäre eine Methode. Keine Ahnung, Gruppenpuzzle, was es alles gibt. Ja, es gibt ja zig Methoden, die man einsetzen kann. Je nach Unterrichtsfach machen auch unterschiedliche Methoden Sinn. Schülerexperiment beispielsweise, wenn man Physik unterrichtet. Ja. Okay, das trägt man hinten ein, stichpunktartig. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Stelle, an der man sehen kann, ob man auch einen Sozialform- und Methodenwechsel hat. Also wenn dann dort überall steht Plenum, 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 Plenum oder Frontalunterricht, Frontalunterricht und so weiter, ne, dann sollte man aufmerksam werden, ob das dann wirklich gut ist. Oder ob man nicht mal auch übergehen sollte in Phasen, in denen Schüler was arbeiten, alleine und in Partnerarbeit. Da ist eigentlich diese Spalte ein ganz guter Indikator für. Und hinten in der letzten Spalte werden Medien aufgeschrieben, die man verwendet oder die man für die Phase braucht. Also so etwas wie Arbeitsblatt 1, Tafel, Folienstifte, Folie, Overhead-Projektor und so weiter. Das hat den Sinn, unter anderem, dass man am Abend vorher, wenn man die Tasche packt für den nächsten Tag, nichts vergisst. Dann guckt man auf die Skizzen drauf und schaut drauf, was brauche ich denn morgen alles. So, wenn ich die Folienstifte zu Hause vergessen habe und die Folienstifte aber brauche, ist schon doof. Und wenn ich es in der Phase merke und nicht vor dem Unterricht, ist noch döver. Ja. Auch OHP, Overhead-Projektor, sollte man draufschreiben, wenn der nicht im Klassenzimmer steht, sondern geholt werden muss, dass man dem Schüler oder Schülern vorher sagen kann, könnt ihr bitte mal den Overhead-Projektor aus dem anderen Raum rausholen, den brauchen wir gleich. Ja. Sonst denkt man nicht dran, dann muss man das während der Stunde machen. Alles, was organisatorisch irgendwie während der Stunde reinfunkt, stört den Unterricht und ist letztlich dann auch mögliches Problem für den weiteren Unterrichtsverlauf. Okay, ganz unten gibt es noch die Möglichkeit, die Hausaufgaben hinzuschreiben. Also wenn man jetzt sagt, okay, man will im Buch die oder jene Aufgabe aufgeben, dann kann man es unten noch hinschreiben, damit man es nicht vergisst. Okay, das ist ein ganz gutes Schema für Unterrichtsplanung. Ich würde sagen, das sehen aber auch andere anders, aber okay, ich halte es für sinnvoll, es auf einer Seite zu belassen. Ja, als Übersicht. Sobald man da zwei oder drei Seiten hat und so, wo ganz viel Text drin steht, ist es ungeeignet, um während der Stunde flexibel mal irgendwie nochmal nachzuschauen, was man jetzt eigentlich machen wollte. Also möglichst so eine Seite, eine Tabelle kann man schön hinlegen, jemand anders geben und es ist relativ übersichtlich. Okay. Auch klar ist, dass das nur die Planung ist. Entscheidend ist aber, wie der Unterricht verläuft. Das heißt, wenn ich während der Stunde der Meinung bin, es geht so nicht weiter, es funktioniert nicht, dann
sollte ich in der Lage sein, meinen Plan zu ändern, flexibel. Okay, wir müssen doch das nochmal wiederholen, weil das Voraussetzung eigentlich ist für die nächste Phase, weiß aber keiner mehr, also müssen wir da nochmal stärker drauf fokussieren. Ja. Irgendwas funktioniert, irgendwas klappt nicht. Im Informatikunterricht beispielsweise oder ITG-Unterricht, Rechner gehen nicht heute, Internetausfall oder so. Ne? Was mache ich jetzt? Das heißt, ich brauche Alternativen. Und ich muss auch die Möglichkeit haben, Alternativen aus der Tasche zu zücken. Aus dem Grund ist auch so eine Planung gut, denn wenn ich Unterricht geplant habe, bin ich eher in der Lage, Alternativen parat zu haben. Denn während ich geplant habe, bin ich ja schon Alternativen durchgegangen. Ich sage, mache ich so oder mache ich so oder mache ich so. Dann entscheidet man sich für eine Alternative, die man da drauf schreibt und stellt während Unterricht fest, geht so nicht. Dann habe ich aber zumindest schon mal andere Dinge angedacht und bin eher flexibel im Umentscheiden. Wenn ich eine Stunde nicht plane und einfach so reinmarschiere, bin ich nicht flexibel, weil ich keine Alternativen kenne. Ja, oder vielleicht nicht genug parat habe, außer ich bin jetzt extremst erfahren oder so. Okay, das heißt, Alternativen überlegt man vorher. Man kann auch Alternativen hier reinschreiben, Abkürzungen, mögliche ja, Alternativen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn die Zeit, wenn irgendwas länger dauert, wo kann ich früher gut einen Schluss finden. Apropos Schluss, apropos Einstieg. Jede Stunde braucht einen guten Einstieg und einen guten Schluss. Idealerweise gibt es einen roten Faden durch die Stunde, einen Einstieg, in der ich beispielsweise ein Problem aufzeige, ein problemorientierter Einstieg. Dann ist klar, wir können das Problem noch nicht lösen. Dann erarbeiten wir uns Methoden, dann werden die Methoden geübt und angewendet und im Schluss der Stunde kann ich dann das Anfangsproblem nochmal aufgreifen und sagen, so, jetzt können wir es lösen. Oder man führt am Anfang ein Verfahren ein der Stunde, dann wird es geübt und angewendet und am Schluss wird nochmal eine Knobelaufgabe gestellt oder ein Problem, das darüber hinausgeht, das vielleicht auf die nächste Stunde verweist oder nochmal ja, irgendeine anregende Fragestellung, die man schön für den Schluss verwenden kann in der Stunde. Eine Stunde auströpfeln zu lassen, im Sinne von, okay, wir üben jetzt so lange, bis es klingelt und anschließend sage ich euch, was Hausaufgabe ist, ist kein guter Stundenschluss. Die Stunde sollte rund abgeschlossen werden und es sollte ein roter Faden durch die Stunde sich ergeben. Okay. Was auch sinnvoll ist, was man zusätzlich zur Unterrichtsskizze planen sollte oder machen sollte, ist ein Tafelbild. Wenn man die Tafel verwendet, sollte man sich vorüberlegen, wie strukturiert man sie. Denn ansonsten entsteht Kraut und Rüben. Ja? Und schlechte Tafelbilder sind einfach unübersichtlich und Unübersichtlichkeit heißt kognitive Schwierigkeiten für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ein klar strukturiertes Tafelbild, in dem man deutlich sieht, was ist wichtig, in dem Spalten auch echte Spalten sind und nicht irgendwie so schräg und da wird was rangeknollt und so weiter. Ne? Das heißt, sollte man sich vorher Gedanken drüber machen. Idealerweise, gerade wenn man keine Erfahrung hat, stellt man sich nachmittags an eine Tafel und schreibt es an die Tafel dran und fotografiert es ab. Ja, damit man ungefähr sieht, wie sieht es aus. Auch mal hinten ins Klassenzimmer stellen, gucken, ist meine Schrift zu groß, ist sie zu klein, passt das so. An der Tafel üben, abfotografieren und an die Strukturskizze hin dran kleben. Dann hat man es auch fürs nächste Jahr und fürs übernächste Jahr. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann muss man vielleicht nicht direkt an der Tafel schreiben, sondern kann es auf ein Blatt Papier machen. Ja? Es stimmt aber zum Teil von den Proportionen dann nicht so richtig. Man hat nicht so ein richtiges Gespür. Also am Anfang lieber selbst tatsächlich an der Tafel üben. Und das kann man dann auch hinzufügen. Okay, also wie gesagt, so eine Skizze soll nicht den Eindruck erwecken, Unterricht sei perfekt planbar, sondern soll nur den Eindruck erwecken oder deutlich machen, dass geplanter Unterricht besser ist als ungeplanter. Und wenn man so eine Planung hat, man eben im Unterricht selbstsicherer und ruhiger auch von Phase zu Phase gehen kann und noch Alternativen parat hat, um dann sich gegebenenfalls umzuentscheiden.